Hallo meine Lieben, heute habe ich nach etwas längerer Zeit mal wieder ein Haul für euch und zwar ist es ein Collective Haul, also ein Haul über viele Wochen verteilt. Also das habe ich nicht alles auf einmal gekauft, dann sind es auch ein paar mehr Sachen geworden und die zeige ich euch jetzt einfach mal. Die Sachen sind jetzt alle bunt gemischt, die sind von Zara, Brandy, Forever 21, Subdued und ein paar Schuhe noch dabei. Und genau, ich fange jetzt einfach mal mit einem Teil von Forever 21 an. Und zwar ist es dieses... Falsch rum. Ist das dieses Oberteil hier. Und zwar ist es einfach so grau mit so einem schwarzen Rand oben. Und es ist so ein bisschen cropped, also ein bisschen kürzer. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil es halt einfach luftig und gut für den Sommer ist. Und dann habe ich auch bei Forever 21 noch dieses Oberteil hier gekauft. Das ist so ein Skater-Oberteil, also hat halt diese grauen Ärmel und ist halt ansonsten so weiß. Und das ist ein bisschen durchsichtig, aber ich finde es trotzdem voll schön. Außerdem bei Forever 21 habe ich mir noch dieses ganz normale graue T-Shirt gekauft. Das ist so richtig schön oversized, das mag ich total gerne. Und es hat einen V-Ausschnitt, was ich auch voll schön finde. Und darum habe ich mir das gekauft. Und ein Teil, was in keinem von meinen Hauls fehlen darf, ist ein Karohemd, weil ich liebe Karohemden. Das habe ich auch bei Forever 21 gekauft und es erinnert mich irgendwie ein bisschen an Trachten, wenn ich das jetzt gerade so sehe. Aber das ist auf jeden Fall so klein blau kariert und ich finde das eigentlich richtig schön. Und das letzte Teil, was ich bei Forever 21 gekauft habe, ist diese Jogginghose hier. Also das ist halt eigentlich so eine Jogginghose, aber ich finde die richtig schön auch so als normale Hose einfach, weil... Ich weiß nicht, ich finde, die sieht richtig schön aus und die sitzt auch voll gut. Und ja. Dann mache ich jetzt weiter mit Zara. Und zwar habe ich mir da erstmal ein ganz normales weißes Basic Top gekauft. Das ist eigentlich das gleiche wie das von Forever 21 auch. Auch mit so einem V-Ausschnitt und so ein bisschen Oversize. Und das finde ich auch echt richtig schön. Und dann habe ich mir ein bisschen auffälligeres T-Shirt gekauft. Und zwar ist es das hier. Da sind so ganz viele Kakteen drauf. Also ganz viele... verschiedene Kaktusse, Kakteen, wie auch immer, überall drauf verteilt. Und ich finde das irgendwie ganz cool, vor allem mit so einer Hose, die ich zum Geburtstag bekommen habe. Aber die zeige ich euch in meinem nächsten Video. Und dann habe ich bei Zara noch eine Hose gekauft. Und zwar ist es diese Jeans, die finde ich auch richtig cool. Die ist halt so ein bisschen, ja, verwaschen und hat ein paar Löcher, jetzt nicht so viele, sondern nur so drei. Und die finde ich auch richtig schön. Dann habe ich zwei Sachen bei Subdued gekauft. Und zwar einmal dieses T-Shirt. Das ist auch so ein bisschen cropped einfach. Weil ich es im Sommer voll gerne mag, wenn das ein bisschen cropped ist. Weil es dann halt nicht so wahnsinnig warm ist. Und darum habe ich das gekauft. Und dann noch eine Hotpan, die ich so, so, so schön finde. Und zwar ist es diese hier. Und die hat unten so Spitze. Und die ist halt auch leicht high. Waist, also nicht so richtig hoch, aber auch nicht niedrig, also so mittel. Und ich finde die so, so wunderschön. Also ich habe mich so in die Hose verliebt. Die war zwar ein bisschen teurer, aber ich finde die so, so schön. Noch die wunderschöne Tüte von Subdued zeigen. Das ist nämlich so ein Jutebeutel und ich finde das irgendwie richtig, richtig schön, weil das kann man auch so als Schultasche nehmen oder so. Ich finde, das ist richtig schön. Und jetzt die letzten beiden Teile. Ach nee, das sind die vorletzten beiden Teile. Und zwar sind die von Brandy und zwar habe ich mir da einmal diese süße Hose hier gekauft. Das ist einfach so eine ganz leichte Shorts, die man gut im Sommer anziehen kann. Die kann man auch zum Sport machen anziehen oder zum Schlafen oder für die Freizeit oder einfach so kombinieren. Auf jeden Fall finde ich die richtig, richtig schön und die ist auch richtig weich und einfach leicht und ich liebe generell Sachen von Brandy. Und dann habe ich mir noch einen Crop Top gekauft und zwar ist das dieses Graue hier. Das ist so aus so einem Stoff, aber ich glaube, das ist hoffentlich nicht so warm, weil das ist ja eher so ein Träger-Crop-Top und ich stelle mir das richtig schön vor zu dieser Hose hier. Das zusammen, glaube ich, sieht richtig, richtig schön aus und da freue ich mich, das schon anzuziehen. Und zwar mit den Schuhen, die ich euch jetzt zeige. Und zwar ist es nicht ganz so Mainstream, aber auch ein bisschen Mainstream. Und zwar Converse, und zwar sind es nicht die ganz weißen, die jeder hat, weil die finde ich zwar auch voll schön, aber die hat halt einfach jeder. Und die haben jetzt nicht ganz so viele, also schon viele, aber nicht ganz so viele, wie jetzt die weißen haben. Und zwar sind es einfach diese creme-gelbenen und die finde ich eigentlich auch richtig schön. Die finde ich fast noch ein bisschen schöner als die weißen. Darum habe ich mir die gekauft und ich finde, weiß nicht, ich habe zwar schon ziemlich viele Chucks, aber... Aber ich finde die trotzdem voll schön und die trage ich voll gern.
So, und das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!